Hallo lieber Christian, schön, dass du uns nochmal eingeladen hast, über deine Abenteuersehnsucht Ja. zu sprechen, über deine ungewöhnlichen Reisen in die Welt zu Völkern und Menschen, die jenseits des Mainstreams unterwegs sind, wenn man es einmal so sagen darf. Ja. Wir wollten heute eine Reise ansprechen, um die Zuschauer mal ein bisschen mitzunehmen. Viele kennen vielleicht den Film Der Planet der Affen, der ja schon mittlerweile auch wieder neu verfilmt wurde. Richtig, genau. Und offensichtlich sagst du, da mache ich mich auf mit meinen Freunden, diesen Planet der Affen, den wollen wir erkunden. Erzähl uns ein bisschen davon. Genau, das ist eigentlich eine total coole Story. Die ursprüngliche Verfilmung vom Planet der Affen, wo das bekannt geworden ist, das war in den 60ern tatsächlich. Charlton Heston als der Protagonist, das war der Astronaut George Taylor, der mit so einem Raumschiff gestartet ist und hinterher abgestürzt ist. Und ich habe also diesen ersten Film als ausgewiesener Science-Fiction-Fan, den fand ich also auch schon ganz, ganz spannend. Und das Interessante dabei ist, in den 60ern gab es noch gar nicht die technischen Möglichkeiten wie heute. Also jedwede Fantasiewelten und abstrakten über- und unterirdischen Landschaften per Computer zu generieren. Das heißt, man war darauf angewiesen, die richtigen Filmlocations zu finden, um das letztendlich in Szene zu setzen. Und die Idee bei dieser ersten Verfilmung von Planet der Affen bestand darin, ein nach unseren Vorstellungen möglichst mondähnliches, absolut überirdisches Setting zu finden, also eine Szenerie, die also unsere Fantasie bestmöglich anregt. Und dann hat also Hollywood weltweit seine Location Scouts losgeschickt, um so eine absolut unwirkliche Landschaft zu finden. Und tatsächlich haben sie die gefunden in einer Gegend, die nennt sich Lac Abbé, also der Salzsee Abbé, irgendwo am Horn von Afrika. Und da habe ich gedacht, wäre das nicht eine coole Mission, eine Reise zu unternehmen, um diese Original-Film-Location zu finden, wo diese überirdischen Szenen gedreht worden sind? Und das war die Idee zu dieser Reise. Wann hast du die durchgeführt? Also tatsächlich haben wir zwei Anläufe unternommen. Zweimal. Zweimal, weil das erste hat also nicht geklappt. Also insofern muss ich ein bisschen ausholen. Ich glaube, das erste ist 10 Jahre her gewesen. Wir haben festgestellt, dass dieser Salzsee irgendwo in dem Grenzgebiet zwischen Äthiopien und Djibouti liegt. Horn von Afrika, Nordosten, das ist schon eine ziemlich unwirkliche Gegend. Es ist Wüste, es ist staubtrocken, es ist unterhalb des Meeresspiegels, Salzseen, also insgesamt schon eine ganz bizarre Landschaft. Und wir kamen gerade aus der Danakil-Salzwüste in Äthiopien. Haben uns dann zwei Kamele gemietet mit Treibern und wir hatten noch einen Soldat als Sicherheitsposten dabei. Das ist vorgeschrieben, wenn Ausländer in der Gegend unterwegs sind. Und dann sind wir einfach in die Wüste gelaufen mit unserem Dreierteam und den Kamelen, die unseren ganzen Wasservorrat getragen haben. Und wir haben gedacht, wir gucken mal, ob wir diese Landschaft finden. Aber wir hatten überhaupt keine Beschreibung. Wir wussten Gab es nicht. denn da irgendeine Dokumentation darüber, wo diese Location war? Wo habt ihr das herausgefunden? Leider nicht. Also das war tatsächlich so diese Experimentierphase, wo wir gesagt haben, wir kannten die Bilder aus dem Film. Ich hatte nur mal gehört, irgendwo gelesen, dass das in der Gegend gemacht worden ist, aber es gab weder Koordinaten, es gab keine Landkarte, es gab keine Hinweise. Also wir sind wirklich ins Niemandsland gelaufen und haben gedacht, vielleicht finden wir es. Also mit Kamelen, es gab keine Straße. Nein, da ist nichts mit Straßen, das ist wildes Terrain, das ist eine Mischung aus einer Steinwüste und einer sehr trockenen, trostlosen Steppe. Da liegen immer mal wieder irgendwelche rostigen Panzer in der Gegend aus den Zeiten des Bürgerkriegs, die dort zurückgelassen worden sind von den Russen. Das ist schon eine sehr skurrile Umgebung, kann man nicht anders sagen. Wie lange wart ihr unterwegs dann mit diesen Kamelen? Also tatsächlich mussten wir nach 4 Tagen abbrechen. Wir sind 4 Tage in die Pampa gelaufen, aber es war uns nicht möglich, in irgendeiner uns bekannten Sprache mit den Leuten zu kommunizieren und denen deutlich zu machen, was wir wollten. Wir haben zwar das Ufer des Sees erreicht, aber von dieser bizarren Landschaft war überhaupt nichts zu sehen.
Und dann haben wir gesagt, es hat einfach keinen Zweck. Die wissen nicht, was wir wollen. Wir konnten nicht erklären, wo wir hin mussten. Also wir mussten abbrechen. Und ich habe mir gesagt, die Gegend ist so cool. Und diese Idee, so eine Filmlandschaft zu finden, die hat mich nicht losgelassen. Deshalb bin ich ein paar Jahre später nochmal losgezogen, habe gedacht, komm, zweiter Anlauf, diesmal muss es klappen. Mit den gleichen Freunden? Nee, das war tatsächlich ein neuer Reisepartner. Und dann habe ich es tatsächlich von der Djibouti-Seite aus versucht, also von dem Nachbarland. Jetzt muss man dazu sagen, Djibouti ist schon ein sehr spezielles Land. Es ist ein sehr, sehr kleiner Staat, vielleicht, glaube ich, nur so groß wie Hessen. Es ist eigentlich nur ein riesiger Sandkasten, eine Bruthölle, total trocken. Früher war das mal koloniales Überseeprotektorat von Frankreich. Ist dann, glaube ich, erst in den 70ern oder so selbstständig geworden. Fremdenlegionäre sind dort stationiert. Es ist ein wichtiger Durchgangsort, um Äthiopien, was als Binnenland keinen Seezugang hat, mit Nachschub zu versorgen. Und dort haben wir uns einen Jeep gesucht mit dem passenden Fahrer und wollten dann wieder Richtung Salzsee. Da gab es aber dann schon eine Straße, zumindest in der gewissen Richtung. Richtig, da gab es eine Straße, also das war schon mal ganz gut. Aber im Prinzip sind wir wieder aufs Geratewohl rausgefahren. Und das ist tatsächlich etwas, was für mich eine echte Expedition ausmacht. Eine Expedition ist etwas, wo man eine Idee hat, eine Vorstellung, was man erreichen will, was man vielleicht durchqueren will, aber wo man keinem festen Plan folgt und wo im Vorfeld eigentlich auch gar nicht klar ist, schaffen wir es überhaupt? Das heißt, diese Erkundung von Neuland, sich darauf einzulassen, um etwas auszuprobieren, sich überraschen zu lassen und mit der tatsächlichen Situation umzugehen, das ist genau dieser Abenteuerfaktor, der für mich ganz wichtig ist. Oder auch wieder die Sprachbarriere ein Problem in dieser Reise? Also da ging das ganz gut. Mit Französisch kommen wir gut zurecht. Das ist natürlich das koloniale Erbe, was uns in dem Fall also positiv in die Karten gespielt hat. Wobei unser Fahrer jetzt auch nicht so beredt war, aber er hat zumindest kapiert, wir wollten irgendwo Richtung Grenzgebiet. Hat sich natürlich gewundert, was wollen die da? Also er hat uns gesagt, da ist nichts, da gibt es nichts zu sehen. Und ich glaube, allein dadurch erkennt man schon, dass unsere Vorstellung, was wir als attraktiv empfinden, eine Landschaft, die von den Einheimischen als völlig unattraktiv gesehen wird, wo die freiwillig nie hin wollten, das ist wieder genauso dieses kulturelle Aufeinandertreffen von verschiedenen Welten. Also ich hatte dann ein, zwei, drei Tage mit diesem Jeep unterwegs. Richtig, wir waren 3 Tage unterwegs, haben noch ein paar Stopovers gemacht. Es gibt dort einen Assal-Salzsee, der liegt 150 Meter unter dem Meeresspiegel, also viel tiefer zum Beispiel als das Tote Meer. Viele denken immer, dass das Tote Meer in Israel so der tiefste Punkt ist oder vielleicht hier in Nevada oder so. Ne? Nee, tatsächlich ist dort der tiefste Platz und ganz irre Salzablagerungen und Strukturen und also auch das wirkte schon sehr, sehr unwirklich. Und der Weg dorthin, also das sind ganz, ganz armselige Hütten, die dort am Wegesrand sind. Da leben noch Menschen. Ja, tatsächlich. Da gibt es also ein paar halbnomadische Völker, die dort leben, wo wir uns natürlich immer fragen, wovon leben die? Was arbeiten die? Womit verdienen die ihr Geld? Warum bleiben die freiwillig in dieser absolut trostlosen, abgelegenen Gegend, wo wir freiwillig eigentlich nie hin wollten, es sei denn, wir haben jetzt so eine konkrete Mission. Und tatsächlich sind das Fragen, die bis heute, die kann ich dir nicht beantworten. Das sind Menschen, das sind also alles Moslems, viele vom Stamm der Afa, also die dort ihre kulturellen Wurzeln haben, die nichts anderes kennen, für die wahrscheinlich auch diese Lebensumstände ganz normal sind. Aber für uns ist es schon sehr befremdlich. Du hast ja da einiges im Video- und Bildmaterial mitgebracht, das wir hier ein bisschen einspielen in dieses Interview. Ja, klar. Da werden wir natürlich auch das nochmal bildlich untermalen, was ja. Du so erlebt hast. Habt ihr da gezeltet oder im Jeep geschlafen? Nee, also wir haben gezeltet. Wir sind also immer da sehr gut ausgestattet. Das heißt, wir haben uns aus der Hauptstadt von Djibouti, die hat übrigens den gleichen Namen wie das Land, also Wasserkanister mitgebracht und Lebensmittel. Und wir haben, wie gesagt, eine sehr gute Campingausrüstung. Da gibt es unterwegs nichts. Da gibt es keine Gästehäuser, keine Hotels, keine Restaurants. Da bist du völlig auf dich allein gestellt. Das ist genau das, was ich liebe. In der Wüste zu campieren, bei diesem Sternenhimmel. Wow, großartig. Die Menschen
beliebäugeln dann, hier kommt irgendwie eine exotische Menschengruppe, ja, die will irgendwas in dieser Wüste. Wie schauen euch die an? Ja, das ist natürlich, also die wissen oftmals nichts mit uns anzufangen. Die sehen natürlich, das sind jetzt irgendwelche Ausländer, die auf der Suche nach einer Landschaft sind, die das aber nicht richtig nachvollziehen können. Also schon sehr befremdlich, aber sie sind auch eher sehr zurückhaltend. Ich meine, das sind großteilig Ziegenhirten, die wenig Kontakt haben. Ich meine, einen Tourismus in dem Sinne gibt es da ohnehin nicht. In dieser abgelegenen Gegend, da gibt es keine geführten Touren hin, weil auch die ganze Infrastruktur gar nicht darauf ausgelegt ist, eine größere Ausländergruppe überhaupt in einer Qualität versorgen zu können, wie man das eigentlich erwarten würde. Wenn du sagst Ziegenhirten, wächst überhaupt genügend Gras, oder die zu versorgen? Ja, also das ist schon sehr dürr. Also wie die Ziegen da auch teilweise in diesem salzhaltigen Boden da überhaupt Nahrung finden, ist für mich ein Rätsel. Aber es scheint wohl auch so zu sein, dass die Tiere sich angepasst haben. Dass die also auch Pflanzen fressen, die also jetzt nicht so dieses üppige Grün haben, was wir vielleicht vor Augen haben, wenn wir an Ziegenherden denken, sondern wirklich da so trockene Sträucher, die da irgendwo an diesem Boden irgendwo wachsen, damit geben die sich zufrieden. Und die Menschen letztendlich auch. Also die haben einzelne Brunnen, wo sie irgendwie das Wasser von unten hochpumpen, natürlich alles manuell, da gibt es keinen Strom. Das ist alles schon sehr rudimentär. Aber die scheinen auch mit ihrer Situation zufrieden zu sein. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo man unterscheiden muss zwischen unserem Anspruchsdenken. Wir haben einen Lebensstandard entwickelt, von dem wir uns ja auch nicht verabschieden wollen. Ich meine, das ist das Ergebnis von jahrhundertelanger Entwicklung. Häuser, immer ein gefüllter Kühlschrank, Autos, Kino, Restaurants. Das ist ja unvorstellbar für diese Menschen dort. Aber das Wasser, alles immer noch. Ja, es ist alles verfügbar. Ich meine, wir leben in einem Land, wo alles in Überfluss vorhanden ist. Und wir kommen auf einmal in einer Gegend, wo genau das Gegenteil vorherrscht, wo die Menschen mit einem Minimum an Annehmlichkeiten, an Lebensqualität, an Lebensmitteln, an Versorgung klarkommen müssen. Aber ich glaube nicht, dass die Tote unglücklich sind. Mhm. Vielleicht haben sie die Vorstellung, gerne mal nach Deutschland zu kommen, wie man das natürlich aufgrund der ganzen Migrationsbewegung mitbekommt. Ja. Das ist natürlich schon eine attraktive Vorstellung. Aber wenn du in Orte kommst, wo es so abgelegen ist, die haben vielleicht noch nie einen Touristen gesehen oder die haben vielleicht überhaupt keine Vorstellung von Europa oder von Deutschland oder haben die mittlerweile auch schon ihre technischen Geräte, ihre Handys? Nee, also Touristen haben die natürlich schon gesehen, Ausländer durch die koloniale Vergangenheit, durch die ganzen LKWs, die Richtung Äthiopien dort weiterfahren, aber einen wirklichen direkten Austausch eigentlich relativ wenig. Und das, was es teilweise schon in anderen Ländern Afrikas gibt, dass dort eine ganze Technologie übersprungen worden ist, von wegen Festnetzleitungen fürs Telefon, in dem Teil, also da rennt keiner mit dem Smartphone durch die Gegend. Also da ist Kommunikation, so wie das für uns selbstverständlich ist, gibt es einfach. Also ihr habt hier gezeltet und habt euch hier versorgt und dann ja, irgendwie Tagesausflüge gemacht, um diese Landschaft zu finden. Und dann haben wir tatsächlich gesucht. Also ich hatte Bildausdrucke dabei und wir haben Leute gefragt, habt ihr das schon mal gesehen, habt ihr davon gehört? Und die meisten Schulterzucken, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Aber wir wussten eben, dieser Lac-AB, also dieser Salzsee im Grenzgebiet, das war unsere Zielsetzung. Wir hatten ja das Ufer von der äthiopischen Seite schon kennengelernt, sind dort gescheitert und haben gedacht, vielleicht klappt es diesmal auf Djibouti. Und dann sind wir immer weitergefahren und irgendwann war tatsächlich etwas, wo am Horizont, da gab es so eine Silhouette und ich dachte, das könnte es sein. Da war ich total aufgeregt, weil ich dachte, ist das jetzt hier vielleicht eine Suche, die vor ein paar Jahren begonnen hat? Nee, da ist nur noch Piste. Also da ist nichts mit Asphalt, das sind irgendwelche Schotterpisten oder teilweise offenes Gelände. Wir hatten einen Allrad-Jeep, also ohne das kommst du überhaupt nicht zurecht. Auch genügend Benzin offensichtlich dabei. Ja, immer. Ersatzkanister auf dem Dach, also da musst du schon für alle Situationen gewappnet sein. Eigentlich ist das auch keine gute Idee, in der Gegend nur mit einem Auto unterwegs zu sein. Es kann immer mal sein, du hast einen Unfall, weil du ein Schlagloch übersehen hast, ist ein Problem mit der Achse oder Benzinpumpe oder Lichtmaschine. Jemand sagt eigentlich, die Grundregel, um in abgelegenen Gebieten Afrikas unterwegs zu sein, eigentlich immer Minimum 2 Jeeps
um sich abschleppen zu können, wenn du in einer Treibsandpfanne oder im Tiefsand stecken bleibst. Alleine kommst du ja nicht raus. Und selbst wenn du eine Seilwinde hast, es gibt keinen Baum, um den du das winden könntest, also, um sich selber rauszuziehen. Ja, Gefahren habt ihr schon in Kauf genommen. Ja, aber ich denke, das gehört einfach dazu. Also Mut zum Risiko, sage ich immer. Ein bisschen Nervenkitzel ist sicherlich auch immer dabei. Macht ja auch Spaß, sich also auch selber diesen Herausforderungen zu stellen. Aber ich bin da immer Optimist. Ich sage immer, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und wir brauchen jetzt kein zweites Fahrzeug. Also nur als Begleitfahrzeug macht jetzt auch keinen Sinn. Also ein Wagen, das passt. Ja, der fährt hier und sieht im Horizont diese Silhouette, sagt, ah, da könnte was sein. Richtig. Fährt hier drauf los. Wie viele Kilometer waren das dann noch von der Küstenstraße über das Gelände? Ein Tag, zwei Tage? Es waren tatsächlich nur ein paar Stunden, aber es ist sehr schwierig, im offenen Gelände überhaupt Entfernungen einschätzen zu können. Das hat damit zu tun, weil das Flimmern von der Sonne in dem Horizont, man kennt ja so Fata Morgana, also manchmal hat man das Gefühl, jetzt bin ich sofort da und dabei ist das noch 50 Kilometer entfernt. Also das ist richtig schwierig, dort ein Gefühl dafür zu kriegen. Wir kamen auch tatsächlich erst am späteren Nachmittag an und wir dachten, das muss es sein, obwohl es noch nicht genau der Platz war, den ich also vor Augen hatte aus dem Filmset. Aber wir haben da erstmal angehalten an dem Salzsee. Und da war ich zum ersten Mal total überrascht, weil es war auf einmal bunt. Du kommst aus einer trockenen, gelbbraunen Steppen- und Wüstenlandschaft und auf einmal ist der Boden bunt. Es waren diese ganzen Salzablagerungen. Also diese ganze Grenzregion in diesem Salzsee, da gibt es also sehr viel unterirdische Aktivität. Und durch die verschiedenen Salze, die dort aufgeschwemmt werden, die also aus dem heißen Erdinnern kommen, kristallisieren in verschiedenen Farben aus. Und auf einmal hast du gelbe Streifen, grüne Streifen, rote Streifen, wo also sich eine Farbenpracht entwickelt, wo du einfach denkst, es ist völlig unwirklich. Und dazwischen hast du ein paar hundert Flamingos. Es war ein total irres Bild. Und das wurde eben auch noch kombiniert, weil überall gab es Erdspalten, wo so Dämpfe hochkamen. Das heißt, du merktest einfach, da ist eine... Jetzt geht es in die Unwirklichkeit. Genau. Diese geologische Aktivität sorgte natürlich dafür, dass diese bizarre Landschaft mit den Farben und diesen Dämpfen richtig so eine mythische Atmosphäre erzeugt haben. Das fand ich natürlich total klasse. Weil das einfach etwas war, was meine Fantasie einfach nochmal ganz anders angeregt hat. Und es ist immer diese Kombination von diesem Bild, was du im Kopf hast, zwischen dem, was du siehst, was du riechst, was du fühlst und die Summe, das war schon etwas, wo ich dachte, da kommen wir dieser Vorstellung, die wir vielleicht haben, einer überirdischen Landschaft, der kommen wir schon ziemlich nahe. Zum Planet der Hoffnung. Genau. Und dann sind wir da also erstmal mit dem Jeep ein bisschen kreuz und quer durch die Gegend gefahren und dann haben wir diese Landschaft gesehen. Das sind, wie soll ich das beschreiben? Es sind Kalksinterberge. Das sind so Hügel in ganz bizarren Formen, die da auf einmal wie Pilze aus der Landschaft kommen. Und das ist genau diese Gegend, wo der George Taylor bei Planet der Affen mit seinem Raumschiff abgestürzt ist. Und dann haben wir das Auto stehen gelassen und mein Freund Andrew und ich, jeder von uns ist also total aufgeregt durch die Gegend gelaufen. Wir sind also auf die Berge raufgeklettert, haben Durchschlüpfe gesucht, immer neue Perspektiven haben sich da aufgetan. Das war also eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn du auf einmal diesen Ort, diesen mystischen Ort erreicht hast, der also vor Jahrzehnten als surreale Filmkulisse gedient hat und auf einmal bist du selber vor Ort und hast es erreicht und der hat nichts von seiner Qualität eingebüßt. Aber es war nichts mehr irgendwie zurückgelassen worden. Nee, also das, was man heute teilweise noch in Tunesien zum Beispiel findet, wo so Krieg der Sterne in den Wüsten gedreht worden sind, dass du noch irgendwelche Filmbauten hast, das war also nicht mehr. Also wir waren alleine, da waren also auch keine anderen Menschen, das waren also nur Andrew, unser Fahrer und ich, in dieser Landschaft. Und dann wurde es nochmal richtig dramatisch, weil dann kam erst die blaue Stunde. Kennst du das? Ja. Also dieser Übergang, bevor die Sonne untergeht, wo eigentlich so der ganze Himmel, die ganze Landschaft in ein fast unwirkliches blaues Licht getaucht wird.
Und dann kam der Mond raus und es war eine Vollmondnacht. Das war also eine so irre Atmosphäre, wo du diese merkwürdig geformten Kalksinterberge hast, in dieser Wüstenlandschaft, wo es dampft. Und dann hast du diese blaue Farbe des Himmels und auf einmal kommt da so in einem Fahlgelb der Vollmond zwischen den Bergen hoch. Habe ich echt gedacht, also jetzt komme ich mir wirklich vor wie auf einer außerirdischen Gegend. Total cool. Und dann war sie dann angekommen am Planet der Affen und habt das genossen eine ganze Nacht? Das war, ja, wir sind dort geblieben. Wir haben uns also auf die angewärmten Felsen gesessen. Wir haben also dieses grandiose Naturschauspiel genossen. Und da musste man gar nicht viel reden. Das war also eine so eindrucksvolle Gegend, die ich auch in dieser Form noch nirgends zuvor in dieser Art gesehen habe. Und gerade diese einzigartigen Landschaften, wo die Erde als Baumeister der Natur etwas erschafft, wo also auch unsere eigene Fantasie eigentlich gar nicht ausreicht. Das ist etwas, wo ich denke, wow, da geht mir richtig das Herz auf. Das war grandios. Wobei ich ein bisschen auch an Bolivien, an diese Tafelberge erinnert, wo auch oben so Dinosaurier-ähnliche Strukturen. Richtig, also das würde ich dir gerne mal in einer separaten Folge ein bisschen näher bringen, weil also es ist in Venezuela oben, weil da eben auch noch Menschen am Fuße dieser Tafelberge leben. Da würde ich gerne mal eine separate Folge zu dir machen. In Djibouti war es halt schön, da warst du alleine in der Natur. Es kamen zwar dann auch noch mal so ein paar Ziegenhirten, die sich auch gewundert haben, was ist hier auf einmal für ein Auto in dieser Landschaft. Tatsächlich dort nur Ziegenhirten. Tatsächlich sind die da gekommen mit so einer Herde von Ziegen. Die haben die erzählt dabei, sie ziehen sie durch die Landschaft? Ich habe keine Ahnung. Wir sind an keiner Hütte vorbeigekommen, da gibt es kein Dorf. Ich denke mal, das sind immer noch so halbnomadische Gruppen. Da bist du schon 2 Tage mit dem Auto unterwegs zu fahren. Das sind schon ein paar hundert Kilometer. Also auf Umwegen, da gibt es keine direkte Straße hin. Aber das war tatsächlich so, dass diese besondere Qualität war so auch vielleicht dem Fernbleiben des Menschen geschuldet. Manchmal ist es natürlich toll, mit ethnischen Minderheiten, mit solchen Volksgruppen zusammen zu sein, aber dort war diese Einsamkeit, wo du alleine deinen Platz in dieser Landschaft hattest, in dieser überirdischen, das war eine Qualität, die konnten wir auch richtig genießen. Das war ein mystischer, magischer Moment. Auf jeden Fall. Und nach wie vor heute, also wenn ich mir auch allein diese Bilder anschaue, wir werden ja gleich noch ein paar Bilder einspielen davon. Das ist eine Gegend, die gucke ich mir heute an, da kriege ich heute immer noch richtig so ein bisschen Gänsehaut, weil ich mir denke, es ist irre, was es auf unserer Erde für tolle Plätze zu sehen gibt. Vor allem Plätze, von denen man vorher nie gehört, nie gesehen hat. Und wenn ich jetzt nicht zufällig von dieser Idee besessen gewesen wäre, vom Planet der Affen diesen Filmset zu sehen, dann wäre ich auch nie auf die Idee gekommen, zu diesem Ort zu fahren. Danke, Christian, für diese Reise. Gerne, da denke ich immer wieder gerne dran zurück. Und ich weiß nicht, ob ich es jemandem empfehlen sollte, oder auch hinzufahren, aber es ist ein einzigartiger Platz. Wir werden noch mehr davon hören, von deinen Reisen. Aber erst einmal danke für diese Einsicht. Sehr gerne, Nepomuk.